Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir haben einen guten Hirten. Und wer einen guten Hirten hat, der kann auch ein guter Hirte sein. Heute ist der Sonntag des guten Hirten oder der Tag der Güte des Herrn. Und damit sehen wir auf Jesus in unserer Mitte. Jesus ist der gute Hirte. In seiner barmherzigen Art ist er da und will uns begegnen und jeden Einzelnen von uns berühren. Ich wünsche euch, ich wünsche dir eine Berührung von Jesus, eine Berührung des guten Hirten. Mich berührt es selbst, wenn ich lese in Gottes Wort, wie gut wir es haben, dass wir einen guten Hirten haben. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. 1. Petrus 2, Vers 25 oder Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ist der gute Hirte und er will uns zeigen, wie gut er es mit uns meint. Er kennt dich, er sorgt für dich, er ist der beste, der einzige gute Hirte, der sein Leben hingibt für die Schafe. Und deshalb kann er sagen, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Es tut so gut, einen guten Hirten zu haben. Und ich will es immer wieder festhalten, gerade mit den alten Worten aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ihr Lieben, lasst euch heute von Jesus, dem guten Hirten selbst, berühren. Es ist Seelsorge. Das tut der gute Hirte hauptsächlich. Er erquickt meine Seele. Und wir hören heute ein sehr seelsorgerliches Gespräch von Jesus mit seinem Freund Petrus. Es steht im Johannes 21, Johannesevangelium, Kapitel 21, Verse 15 bis 17. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und berührt euch diese Frage, hast du mich lieb? Könnt ihr auch mit Petrus mitfühlen, dass er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und wie bewegt euch dieser Auftrag, hüte meine Schafe? Jesus, der gute Hirte, kümmert sich um Petrus und er macht ihn zum Hirten für andere. Das ist ein gutes biblisches Prinzip. Wir bekommen, was wir brauchen, damit wir es weitergeben. Wir haben einen Hirten und wir können selbst für andere Hirten sein. Das Gespräch zwischen Jesus und Petrus geschieht nach der Auferstehung. Und Petrus war wieder fischen gegangen, als ihm Jesus begegnet. Ihm, der ja so versagt hatte.
Erst hatte er übermütig und selbstsicher getönt, ich folge dir bis in den Tod. Und dann hatte er seinen Herrn dreimal verleugnet. Ich kenne ihn nicht. Und jetzt sucht Jesus diesen Petrus und kümmert sich um ihn. Er will die zerbrochene Beziehung wiederherstellen. Jesus bringt Vergebung. Dreimal hatte Petrus verleugnet und dreimal darf er nun die Frage beantworten, hast du mich lieb? Zu dem Gestrauchelten kommt Jesus, der gute Hirte, und holt ihn zurück. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Jesus reicht Petrus die Hand. Er sagt, ich habe dir vergeben. Es steht nichts zwischen uns. Nimm es an, verzeihe dir selbst. Petrus braucht das, jedes einzelne Mal, um fest zu werden, um dieses Geschenk anzunehmen. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Die Fragen gehen tief und schmerzen. Doch auch die Antwort kommt tief aus dem Herzen. Herr, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Er ist traurig, dass Jesus ihn dreimal fragen muss. Aber es macht ihn auch froh, als er zum dritten Mal sagen darf, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Das stimmt. Der Herr kennt seinen Petrus. Wie stark und wie schwach er sein kann. Und seine Bemühung lohnt sich. Denn es geht Jesus um die Beziehung mit Petrus und auch um seine besondere Beauftragung. Jesus ruft den Petrus zuerst in seine liebenden Arme. Er stellt die Beziehung her und dann beauftragt er ihn. Jesus ruft Petrus. Und auch die Beauftragung geschieht dreimal. Dreimal beauftragt Jesus, der gute Hirte, Petrus zum Hirtendienst. Sorge für meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst braucht Petrus selbst einen guten Hirten für seine eigene Seele. Er lässt sich finden, er lässt sich retten, er lässt sich in die Beziehung rufen. Hast du mich lieb? Herr, du weißt es. Ich liebe dich. Wir können Jesus nicht oft genug diese Antwort geben. Und dann wird Petrus beauftragt, selbst Hirte zu sein. Nur so hat er genug Kraft, was er aus eigener Kraft nicht geschafft hätte. Er ist fest an Jesus gebunden und vertraut auf ihn und nicht auf sich selbst. Es darf dich berühren, was mit Petrus geschieht, was wir von Jesus und Petrus hören. Und es gilt genauso für jeden von uns. Das erste ist die Bemühung des guten Hirten. Jesus ist dein guter Hirte. Und er bemüht sich um dich. Er kennt dich. Er weiß, was du brauchst und sucht dich. Und er kommt dir entgegen, um zu fragen, hast du mich lieb? Ohne Vorwurf, ohne Bedingung. Lassen wir uns nicht abschrecken, weil wir zu streng und zu selbstkritisch sind. Vielleicht sind wir uns unsicher, zweifeln, ob unsere Liebe reicht. Jesus öffnet seine Arme und reicht uns die Hände. Er liebt uns, er vergibt uns. Er bietet uns seine Hilfe an, aber noch viel mehr, seine Freundschaft, die Beziehung. Das ist die sorgende Bemühung des guten Hirten um jeden einzelnen von uns. Das zweite ist die Beziehung des guten Hirten. Jesus ist dein guter Hirte und will mit dir in einer festen Beziehung leben. Das ist Dreh- und Angelpunkt des Christseins überhaupt. Grund und Inhalt unseres Glaubens.
die Beziehung mit Jesus Christus. Und das hebelt jedes Gefühl der Unzulänglichkeit aus. Das nimmt jedes Urteil von innen und von außen weg. Es hängt einzig und allein an Jesus und meiner Beziehung mit ihm, dass ich zu Gott gehöre, dass ich gerettet bin, dass ich das Ziel erreichen werde. Dreimal nennt Jesus die Beziehung als Grundlage der Nachfolge. Und manchmal frage ich mich, wie oft bin ich aktiv und schnell am Ende der eigenen Kraft? Die Kraftquelle meines Christseins und aller unserer Aktivitäten im eigenen Leben, im Gemeindeleben, ist Jesus, unsere Liebe zum guten Hirten. Lassen wir uns dahin rufen. Hören wir dankbar die Stimme des guten Hirten: Hast du mich heute lieb? Ja, Herr, du weißt es und ich will es auch nicht vergessen. Es ist ein Geheimnis für das Miteinander in der Gemeinde, bei allen Unterschieden und allen Aktivitäten und Ansichten. Die Liebe zu Jesus ist der Mittelpunkt. Und daraus ergibt sich tatsächlich ein Auftrag. Das dritte, die Beauftragung des guten Hirten. Jesus ist dein guter Hirte und hat einen Auftrag für dich. Nicht nur für mich oder die, die manchmal hier vorne stehen oder dort oben sitzen. Jesus bemüht sich um dich, erfüllt dich mit seiner Liebe und er beauftragt dich. Nicht nur Mitarbeiter, Kirchversteher, Musiker, Techniker, sondern jeden einzelnen Christen will Jesus, der gute Hirte, beauftragen. Manchmal ist es vielleicht schwer für uns, das einfach so anzunehmen. Der gute Hirte braucht mich? Ja. Wenn ich hier in die Runde frage, wer von euch hat einen Auftrag von Jesus, dann können sich alle melden. Auch wenn ihr vielleicht unsicher seid oder nicht so richtig wisst, was es genau ist. Aber grundlegend gilt es. Jeder hat einen Auftrag von Jesus. Zweifle nicht daran. Lass nicht zu, dass dich etwas daran hindert. Jesus, dein guter Hirte, bemüht sich um dich, baut eine Beziehung mit dir und beauftragt dich, für andere Menschen da zu sein, auch Hirte zu sein, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Vielleicht ist das ja manchmal auch der Inhalt des Auftrages, der uns etwas zögern lässt. Jesus sucht mich, braucht mich. Er will, dass ich ein Hirte bin. Ja, das gilt für alle, denn Jesus zu lieben bedeutet auch, Menschen zu lieben, für andere da zu sein, so wie Jesus, der gute Hirte, für alle da ist. Hört die Stimme des guten Hirten, folgt ihm und tut, was er sagt. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie sehr gilt das auch in unserer Zeit? Und Jesus hat weiter gesprochen zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ich bin mir sicher, er wird es tun. Und ich bin mir sicher, es fängt damit an, dass wir uns von dem guten Hirten als Hirten für andere gebrauchen lassen. Nehmt diese Bemühungen des guten Hirten an, pflegt die Beziehung mit ihm und entdeckt euren Auftrag. Wir haben einen guten Hirten und er
will, dass wir gute Hirten für andere sind. Wenn wir unsere Mitmenschen sehen, oft ganz nah, manchmal aber auch weiter weg. Wir werden merken, sie brauchen Jesus, den guten Hirten. Lassen wir keinen Moment verstreichen, wo wir nicht selbst anfangen, für sie Hirten zu sein und ihnen Jesus zu zeigen, den guten Hirten. Es geht in allem um Jesus. Wir brauchen ihn zuerst und wir haben nichts Besseres weiterzugeben. Jesus ist unser guter Hirte und der gute Hirte für alle Menschen. Amen. Und sein Frieden erfülle eure Herzen. Amen.